Jo, was geht, meine Celebilisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und das Los Santos Summer Special DLC ist seit schon ein paar Tage draußen. Wie gefällt es euch denn so? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und lasst uns mal darüber diskutieren. Aber das, was ja jetzt alles gekommen ist, war noch nicht alles. Denn dem Modder bzw. Leaker Antasuris ist es gelungen, in den Files einiges rauszufinden. Unter anderem soll es ein neues Alien-Outfit geben. Blende ich euch hier mal schnell ein. Sieht aus wie das jetzige, was man bekommen kann. By the way, habt ihr das Alien-Outfit schon? Ich habe ja enorm lange gebraucht, um den letzten Pickup da zu bekommen in Palito Bay. Hab's aber dann doch geschafft. Wie dem auch sei, dieses Outfit soll kommen, beziehungsweise dieses Alien soll kommen, ist leicht gelblich. Also gelblicher als das grüne Outfit, was wir so bekommen können. Zudem wurde da noch was gefunden. Und zwar handelt es sich hier um diese Türen. Ihr seht, das sind Hangartüren, die in der Mitte so einen Spalt offen haben. Ich habe hier noch ein besseres Bild für euch. So soll es nämlich dann in-game aussehen. Aber das war ja noch nicht alles. Denn ihr habt jetzt bestimmt wegen dem Titel hier drauf geklickt. Es dreht sich um ein UFO, welches gefunden wurde. Und zwar genau dieses UFO hier. Sollten vielleicht einige von euch kennen. Das ist ein UFO oder das UFO, welches in der Story über dem oder über der Militärbasis geflogen ist. Jetzt ist es halt so, dass dieses UFO auch in GTA Online eingefügt wurde. Ich zeige es euch gerne mal hier auf dem Bild. So sieht es dann in-game aus, ist also in dem Hangar drin. Aber das soll ja noch nicht alles gewesen sein, denn ich blende euch hier mal schnell ein Gameplay ein. Danach hören wir uns dann wieder. So soll dann das UFO mit dem Hangar und bla 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 in-game, in GTA Online sein. Das Ganze soll als Event sein. Ob es jetzt ein Zufallsevent ist, weiß ich nicht. Oder ob es jetzt ein Konkurrenzkampf ist, kann ich auch nicht sagen. Aber es wird so sein, dass das UFO dann angezeigt wird auf der Karte. Also da wird auf jeden Fall noch was auf uns zukommen. Vielleicht ist es auch nur eine Schatzsuche. Wer weiß. Lassen wir uns mal überraschen. Was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung? Oder was denkt ihr? Was wird es für ein Event? Schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Dann würde ich sagen, ich bin an der Stelle wieder raus. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.